Ja, so meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und aber herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Forbidden West. Das müsste jetzt Part Nummer 6 sein. Ja, ne? Gut, gucken wir mal. Ich hätte jetzt eigentlich den Dingsbums raushauen können. Ist ein bisschen dunkel. Ich kann jetzt nur von einer Seite beleuchtet werden. Das ist jetzt leider nun mal so. Kann man nichts ändern. Ja, ich versuche mal irgendwie das Mikrofon so wegzukriegen, dass ich nicht unbedingt komplett verdeckt werde wie so ein Blöder. Müssen wir eigentlich mal ein neues Mikrofon holen. Das wäre mal eine Option. Ja, kriegen wir hin. Ja. Ladebildschirm, 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 Ladebildschirm. Gut, wollen wir mal weitermachen. Wir müssen Erend finden. Okay. Das kriege ich dann auch. Das ist schön. Aber es interessiert mich nicht. Bring ich mich davon hoch. Treiben lassen, das wäre cool. Haha, cool. Lustig. Ich habe keine Ahnung, was hier zu finden ist. Oh, jetzt in so einem Fluss, ne? Das wäre so geil. Heute war relativ warm. Ich habe heute auch nicht viel großartig gemacht. Wäsche gewaschen, Döner geholt. Das war's auch schon. Heilende Beere. Okay, was haben wir hier? Flussblüte. Ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Also ich muss sagen, der Sound an sich ist ziemlich geil. So auch im Hintergrund, weil ich habe immer so das Gefühl, dass draußen vielleicht jemand schreit oder so. Dabei ist das von der Stadt. Das muss man einfach sagen, das ist so wie es gut, so wie es ist. So. Machen wir erstmal alles voll, ne? Reinholz, ja, ist aber voll, Beutel voll. Stark. Der ist stark gegen Säure, das habe ich mir schon fast gedacht. Was haben wir hier? Kann ich den nicht irgendwie auseinandernehmen? Habe ich schon, ne? Wahrscheinlich. Nein, nicht Share-Button. Schade, dass man hier jetzt über eine Verteidigung und Löschwasserverteidigung. Ja. Warum kann ich das nicht einfach so herstellen? Weißt du, das ist wieder so, wo ich sagen muss, ja, Das hat ja im ersten Teil so super geklappt. Warum musste man das großartig ändern? Wollen wir erstmal gucken, wo. Würde ich raten, das ist Erend. Überall Stolperdrähte. Hey! Du! Es soll dich lohnen, wenn du diese Bücher erledigst. Irgendwas ist immer. Halt durch! Mal sehen, was ich tun kann. Versuch sie in die Stolperdrähte zu locken. Ich muss angreifen, solange die Säure noch wirkt. Ja, ich weiß. Wofür sind denn die Stolperdrähte? Ja, mach ich doch. Wo haben wir denn noch einen? Na, komm her. Na, komm her. Wart
macht Mühe. Nutze einen Stolperdraht. Ja, bringt halt nichts, wenn der da drüber springt, du Lappen. Meine Güte, ich hab schon verstanden, was ich machen muss. Wo kommt der denn jetzt her? Ich weiß nicht, ob ich das mit den Stolpertreten so machen soll, weil... Was zum Geier? Ich bin gerade so ein bisschen verarscht. Okay, ja, passt. Blöd gelaufen, kann man nichts machen. Jo, heute ist wärmer als gestern. Yay. Yay. Das sind aber ganz schön viele. Was? Das bringt halt irgendwie nichts. Ich glaube, die sollte, da ist für jeden Stolperdraht ein so ein Vieh gedacht. Weil deine Stolpertritte nichts bringen, du Lappen! Wie schocken die nicht? Wollte ich nur mal gesagt haben. Man kann es übertreiben. Okay. Der Schmerz ist da. Oh, wieso erledigst du dich so? Wofür sind denn die Kräuterkräfte? Es sind keine Stolpertritte mehr da, falls du es nicht gedacht bemerkt hast. Das war der letzte. Hallo Schwester. Was für ein Tag. Ich weiß nicht, was der Typ von mir wollte. Das mit den Stolpertreten hat in dem Sinne einfach nicht funktioniert. Dank der Schmiede, dass du kommst. Stolperdraht ist praktisch, aber Maschinenjagd ist was für Jüngere. Komm schon her. Ich will mich ordentlich bedanken. Ja, ist ja gut. Ich sehe, du bist eine versierte Jägerin. Du hast die Wühler schneller erledigt, als die Garde einen Dornrücken. Dann ist die Garde hier durchgekommen? Ja, noch nicht lange her. Haben den Dornrücken erledigt und sind nach Süden. Und dann tauchten die Wühler auf, um den Kadaver zu zerlegen. War ja klar. Dann kam noch ein Dornrücken hier durch. Ich sag's dir, hier geht's verrückt zu. Die Garde ging also nach Süden? Vermutlich. Im ganzen Tal wimmelt es von denen. Das klingt so langsam schon wieder Hunger. Ich hatte schon Mittag nur Döner. Naja, Moment, ich hab ja noch... Rotschopf. Wenn du im Schrecken jagen willst, brauchst du eine Stolperfalle. Und nicht irgendeine Stolperfalle. Eine von meinen. Kostenlos. Handwerklich solide gemacht. Yep. Hab das Design verbessert, seit ich von Kettenkratz weg bin. Hier ist mehr Platz zum Basteln. Und weniger potenzielle Unfälle. Okay. Ist in Kettenkratz irgendwas passiert? Wohl eher jemand. Lass mich raten. Orwend. Als ich noch ein Haus in der Stadt hatte, haben ihm meine Waren gut gefallen. Hat immer auf den Orwend-Rabatt bestanden. Ich sagte nein, das hat ihm nicht gepasst. Tja. Ich kann es nicht beweisen, aber er hat meine Werkstatt in Brand gesetzt.
Seitdem fühle ich mich wohl damit etwas Abstand zwischen uns. Das glaube ich. Der Seilbahnfahrer meinte, dass die Dornrücken erst gestern aufgetaucht sind. Weißt du was über sie? Wie geht's dem alten Kahn? Er und ich sind seinerzeit in allen möglichen Ärger geraten. Einmal da sind... Weißt du etwas über die Dornrücken? Das Interessante Nein. ist, dass der Olwind irgendwie... Stimmt. Sie tauchten auf und liefen amok. Zum Glück kamen du und die Garde genau rechtzeitig, um mir meinen Hintern zu retten. Der Olwind hat einen ganz... Der tut der Stadt Danke nicht gut. Für die Stolperfalle. Während du die Dornrücken erledigst, mache ich mich auf den Weg runter ins Jagdgebiet. Weißt du, dass es eine Stolperfallenprüfung gibt? Komm vorbei, nee. Wenn du sie versuchen willst. Vielleicht, wenn ich alles unter Kontrolle habe. Erin ging also nach Süden. Ich sollte seine Spuren mit dem Fokus finden können. Ja, Stolperfallen, ich weiß. So. Hier sind noch ein paar Stolperfallen. Aber die Frage, ob ich die brauche. Kann ich aber... Nee, ich kann nur die Einzelteile. Schade, ich dachte, ich könnte die komplett mitnehmen. Na gut, das kriegen wir aber auch so hin an sich. Sollte das kein Problem sein. So, warte mal. Ich muss Erins Spuren irgendwie mit dem Fokus markieren. Da sind noch Wildschweine. Vielleicht sollte ich mal welche mitnehmen. Spuren. Vielleicht von Erin und der Garde. Das kannst du doch mit mir vergessen. So, das hat jetzt geklappt. Wunderbar. Immerhin. Nehme mal alles mit, was wir kriegen können. Hase! Ich weiß halt nicht, ob ich es brauchen kann oder nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie man das mit dem Upgraden so sieht. Die scheinen gar nicht so ungefährlich zu sein, die Dornrücken, weil die haben halt eine gute Giftresistenz. Hoffentlich schmeckt so gut. Wie es aussieht, ja, hoffe ich auch. Aber ich glaube, der verfolgt die. Das bedeutet, wir sollten den eigentlich... Aber, okay. Ich fände es an sich ganz geil, wenn wir die alten Sachen auch noch finden würden. Die alten Maschinen vom Zero Dawn-Teil. Und nicht nur die neuen. Oder zumindest die beliebtesten davon. Ich meine, auf den Pirscher kann ich jetzt größtenteils verzichten. Die Wächter sind ganz knuffig, finde ich. Die könnten sie beibehalten. Dornrücken auf... Die habe ich schon immer so ein bisschen Bock gehabt. Ein guter Zeitpunkt für Schockmunition. Lass mich raten. Da komme ich hin, wenn ich der Spur folge. Da werde ich wahrscheinlich auch hin müssen. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Klingt, als wäre jemand am Kämpfen. Schockmunition. Hm. Hm. Ja. Einer weniger. Das hier. Dafür wurde ich geboren. Keine Buchhaltung. Keine öden Patrouille nach Nachmittag. Ja. Nur der Kampf.
Erend. Hey, lol. Schön, dass du Spaß hast. Erend. Lass mich raten, wir müssen damit eingreifen. Bleib, wo du bist. Ich mach den Rest. Diese Dornrücken haben Säurekanister auf dem Rücken. Ich kann eine Kettenreaktion auslösen, wenn ich sie mit Säurepfeilen treffe. Okay. Kettenreaktion, wenn ich sie mit Säurepfeilen treffe. Gefällt mir. Gibt's hier noch was? Nein, ne? Doch. Boah, komm schon, der hier. Ich hab das Gefühl, wenn ich das Spiel direkt... So. Gibt's hier noch irgendwer? Nein? Super. Gut. Wenn ich die entschärfe, dann müsste ich die doch eigentlich wiederkriegen. Ja, ist, jetzt lass mich mal in Ruhe, alter Mann. Immer. Ich komm schon zu dir. Das kriegen wir schon hin. Lass Mutti mal machen. So, erstmal alles voll machen hier. Genau zur rechten Zeit, wie immer. Tja, du hattest den schweren Teil für mich. Leben nur ein paar Nachzügler. Wie schlimm ist es? Das hier, wer braucht schon Rippen? Wer braucht schon Rippen? Schon gut. Okay, ja, tja, du musst keine Schwäche vor der Süßen zeigen, ne? Ich bin nicht bis in den Schrecken gekommen, um zuzusehen, wie ich verprügeln werde. Worum geht's? Die Gesandtschaft muss stattfinden. Dann kann ich nach Westen. Und was ich beim Turm getan habe, was wir taten, hat die Gefahr nicht beseitigt. Nur verlangsamt. Es gibt noch mehr zu tun. Wirklich? Das ist großartig. Ist doch cool. Ich meine, nicht der Gefahr ist nicht vorbei, Teil. Der ist nicht so toll. Aber hey, was immer du bekämpfst, dein Speer, mein Hammer, wie in alten Zeiten. Oh. Erend, ich brauche die Gesandtschaft jetzt. Ich kann nicht auf deine Heilung warten. Ein paar Tage Ruhe, mehr nicht. Eigentlich, selbst wenn du nicht verletzt wärst, was ich tun muss, das mache ich besser allein. Allein. Na ja, klar. Erend! Ich störe euch Turteltauben nur ungern, aber ich bin ziemlich erledigt. Ja, stell dich nicht so an, ich komme. Oh, es wird dir immer besser. Hör zu. Ich lass mich zusammenflicken. In Fahrlicht. Wenn die Gesandtschaft stattfinden soll, brauchen wir diesen Sonnenpriester, den gelehrten Muad'Dis. Oh, ja. Den kenne ich. Ich befreie das Tal von Dornrücken und schicke dann Muad'Dis nach Fahrlicht. Dort treffe ich dich. Mhm. Ich schätze, das ist eine Art Lebwohl. Wie bitte? Du bittest? Wäre das erste Mal. Was willst du damit sagen? Hey, vergiss es einfach, ja? Oh, es ist nichts. Klingt aber nicht so. Okay, gut. Hau raus.
Nach der Schlacht beim Turm, als du fortgingst, du bist ohne einen Handschlag aufgebrochen. Das Leute wie ich haben an deiner Seite gekämpft und geblutet, Aloy, und du haust ab. Wer tut schon sowas? Erend, hör mal. Tut mir leid, es war nicht leicht für euch, als ich fortging. Und es ist auch jetzt nicht leicht, aber was ich getan habe. Das Leben auf der Erde ist in Gefahr. Und nur ich kann es retten. Das Leben auf der Erde? Ja. Alles wird sterben, wenn ich scheitere. Dann lass mich helfen! Oh. Das geht nicht. Wir müssen nicht gegen Maschinen oder böse Typen kämpfen, was ich tun muss. Ich kann es nicht mal erklären. Nicht bei Menschen, die mir wichtig sind. So viel soll nützlich sein. Okay. Erend! Bei der Schmiede. Das war mein Stichwort. Vielleicht sollte ich mit euch nach Fahrlich gehen. Nein. Du bist anderswo gebraucht. Wie es scheint. Wir kommen ohne dich klar. Ist ein bisschen eingeschnappt. Ach, komm schon. Uns bleibt ja nichts anderes übrig. Oh, das klingt gar nicht gut. Du wirst dich alleine darum kümmern müssen. Ja. Wir halten dich nur auf. Tja, ich würde sagen, Aloy, scheiße gelaufen, ne? Ich meine, ich bin jetzt auch nicht unbedingt begeistert, dass du ständig hier alles alleine machen musst. Hol dir ruhig Hilfe. Aber nein. Ich kann alles. Besser drauf. Alles besser kann. Dann wird das wohl so sein. Ich kann mich jetzt auch nicht mit jedem Maschinchen hier auf. Warte! Armes Eichhörnchen. Wildfleisch. Dem ist doch nichts dran. Aber es kann ja sein, dass da halt was dran ist, was ich vielleicht brauchen könnte. Also es ist immer ein bisschen schwierig zu entscheiden. Wer ist das? Was machen diese Osseran hier draußen? Los, schnell ausweichen, bevor die Wühler kommen. Die wird nicht nachlassen. Oh, der Dornrücken will sie angreifen. Los, weg von dem. Noch eine für den Schrottplatz. Du kamst genau richtig, Nora. Geht lieber zurück nach Kettenkratz, bevor noch was passiert. Nicht bei der ganzen Beute, die hier liegt. Na los, Leute, weitermachen. Was? Ja, ich weiß, dass ich unbenutzte Modifikationen im Inventar habe. Das bringt mir halt nur nichts. Noch, schon wieder falscher Knopf. Bringt mir halt nur nichts, wenn ich die halt nirgends reinsetzen kann. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Das finde ich schade, dass es jetzt auf Werkbanken konzentriert wird. Aber na gut. Mit dem Gesundheitstrank kann ich also meine Gesundheit ein bisschen stärken. Wie man sieht, habe ich immer noch mehr. Die Osseran sind wohl entschlossen, sich zu wehren. Haben sie auch recht. Erledige diese Säure, Spucker! Das ist ja nicht alles von dem. Ich packe dich in kleine Teile. Gut so. Hau dich für Schrott. Eine Maschine weniger. Das bringt mir sogar ganz gut hin. Die Säurespucker haben Freunde mitgebracht. Vergessen. Achtung! Will jetzt die Osseram nicht verletzen? Das hat gefressen.
nicht kurz weg hier? Boah. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Seht mal, wie das Ding umfällt. Noch einer weniger. Pass auf, der ist erledigt. Eine Maschine weniger. Bleib hier, du Lümmel. Da warst du dich. Das ist überhaupt ein Säurerücken. Die können mich eher aus wie. Hau den zur Schrott. Noch einer weniger. So. Der muss das endlich. Seht mal, wie das Ding umfällt. Der Steinbruch ist sicher. Gut. Fremde, komm doch mal her. Ja, jetzt lass mich erstmal gut. Ja, ich weiß, aber ich bin auch eine Jägerin. Also von daher erstmal die Beute krallen und dann können wir quatschen. Ja, ich weiß, dass du mir danken willst. Das ist auch lobenswert von dir. Aber erstmal hier zap, 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 zap. Ich abrippen. So. Da leuchtet doch was grün. Da ist eine Spule drin oder irgendwie sowas. Und hier ist was Seltenes drin. Ja, ist ja gut. Keine Ahnung, was eine Nora hier macht, aber wir schulden dir was. Wir haben uns ferngehalten und auf die Garde gewartet. Aber einer der Dornrücken griff uns an. Und dann kam es zu einer gewaltigen Auseinandersetzung. Geht es allen gut? Wir haben gute Leute verloren. Aber dank dir haben wir noch den Steinbruch. Jetzt ist es immerhin ruhig. In einem aktiven Steinbruch sollte es in den Ohren dröhnen. Aber die Pfeife in Kettenkratz erklingt nicht, also können wir nur aufräumen. Das kriegen wir hin. Braucht ihr die Pfeife zum Arbeiten? Meine Leute und ich, wir sind hier nur kleine Zahnräder. Solange Arvind nicht pfeift, bleiben die Hammer liegen. Und wenn wir ohne seine Erlaubnis arbeiten, feuert er uns. Meine Leute haben schon genug durchgemacht. Hat Arvind so viel Macht? Er hat Geld und genug Verbindungen, um unsere Feuer auszulöschen. Bei den Dornrücken hätten wir fast bessere Chancen. Ich verstehe. Woran arbeitest du mit deinem Trupp? Wir sollen in Arvinds Parzelle arbeiten, Steine zur Verstärkung von Fahrlicht abbauen. Kann man nicht einfach einen Pfeil ins Gesicht schießen? Haben uns aufgehalten. Bin schon fast dazu geknallt, ich habe diese Biester noch nie zuvor im Schrecken gesehen. Wo zum Schmiedefeuer sind die hergekommen? Ich weiß nicht. Zumindest noch nicht. Wir sind dran, okay? Ich muss aufbrechen. Bleib gesund. Dank dir könnte das heute tatsächlich möglich sein. Die super. Doch, die sind super. Ich glaube, ich habe die meisten Dornrücken erledigt. Kettenkratz kann wieder an die Arbeit. Ich überbringe Arvind die gute Nachricht. Und vor dies. Vielleicht kann die Gesandtschaft dann endlich stattfinden. Bist du dir da sicher, Aloy? Ich bin mir da nicht so sicher. So. Dann wollen wir mal. Ich verstehe es halt immer noch nicht, warum die Lagerfeuer. Was habe ich denn da jetzt gemacht? Warum die Lagerfeuer weiß sind und nicht grün, wie beim ersten Teil. Die Kartengenre beim ersten Teil hat mir sehr gut gefallen. Die war wunderbar. Warum sie die geändert haben, verstehe ich nicht. Das ist ein Rückgang. Zeit, Alvin zu überreden, zu pfeifen und wo er dies nach Fahrlicht zu bringen. Ja. Ja. Alvin, ne? Hey, ich dachte, du wärst schon weg. Ja, der Turm ist also im Laden. Wer spricht denn die ganze Zeit mit mir? Stolpert. So, Alvin. Ah, du bist ja noch hier. Wieder hier, du Arsch.
Wenn Kettenkratz auf Kaja-Land liegt, sollte ein Kaja-Anführer sein. Wie kommst du dazu? Durch die Unterstützung lauter guter Osaran natürlich. Denkst du, ein Kaja könnte diese Unternehmung anführen? Besser als du. Der Magistrat schafft kaum den Weg von Fahrlicht hierher, ohne Schrauben zu verlieren. Also hast du keine echte Autorität. Die Leute folgen dir nur, weil du es sagst. Laut genug. Jeder, der Anhänger hat, hat Autorität. Ich war von Beginn an in Kettenkratz. Ich meine, ich bin praktisch sein Gründer. Und die ehrlichen Bürger wissen, dass ich unverzichtbar für Erfolg bin. Sicher. Du sagst, du hast Kettenkratz gegründet? Irgendwie bezweifle ich das. Praktisch gegründet, habe ich gesagt. Ich allein habe sein Potenzial gesehen, als es nur ein paar Zelte im Schatten von Fahrlicht war. Die Leute wissen nur nicht, dass der eigentlich nichts zu sagen hat. Ich bin überzeugt, das auch zu tun, und hier sind wir. Man könnte sagen, dank mir ist Kettenkratz das, was es ist. Oh, dann stehst du nicht einfach nur rum und profitierst von allen anderen? Keineswegs. Klar, ich hole mir hier und da etwas für meine Investitionen zurück. Aber mein oberstes Interesse gilt wie von Beginn an... Für deine Investition zurück, das bedeutet... ...ehrlich arbeitenden Osaram. Eine Worte für teures Geld, wie ein Bundeskanzler. Ich habe alle Dornrücken erledigt. Oh ja, wie Politiker. Oh, wirklich? Eunuchenpolitik, ne? Wenn du den Job verdaut hast, ist es Zeit zu pfeifen. Oh, nicht so schnell. Ja, siehste. Ich muss jemanden schicken, der die Abschüsse bestätigt. Sicherstellen, dass das Tal wieder sicher ist. Sollte nicht länger dauern als ein... 2 Tage. Nein, du benutzt jetzt die Pfeife. Wir reden hier von unschuldigen Osaran-Leben. Die Verzögerung wird... Entweder tust du es jetzt, oder ich mach's. Ha, ich wusste, dass du es schaffst. Freunde, versammelt euch. Die Retterin von Meridian hat es wieder geschafft. Die Dornrücken sind besiegt. Du! Was? Die Pfeife soll ertönen. Kettenkratz ist wieder im Geschäft! Großartig. Yay. Und Alvin hat zugestimmt, den Arbeitern persönlich den verlorenen Lohn zu zahlen. Yeah. Das ist schon besser. Yeah. So, wenn das nämlich jetzt nicht macht... Musst du nicht zu einer Gesandtschaft? Ja, das muss ich wohl. Händler sind jetzt verfügbar. Jetzt will ich zu Händlern. Wenn die Arbeit in Kettenkratz wieder läuft, sollten die Händler wieder offen sein. Ja, jetzt. Ich sollte schauen, ob sie was Nützliches haben, bevor ich wollte. Einen besseren Bogen. Ich will einen richtig schönen Scharfschussbogen haben. Ich will einen Scharfschussbogen haben. Auf jeden Fall. Ich muss. Ich habe hier nur das Beste für dich, Rotschopf. Schließlich haben wir dir den Glück zu verdanken. Kannst du auch Eloy nennen, Arschloch? Hey, ich warte hier schon seit Tagen auf meinen Glückshammer. Aber du hast nicht so was Nützliches gemacht, wie Dornrücken zu erledigen, oder? Hörst die Zeit. Du wirst nicht enttäuscht sein, versprochen. Mein Glückshammer. Ja, okay. So, ja. Ladebildschirm. Kriegerbogen. Stürmerzirkulator. Oh, Scharfschussbogen, den will ich haben. Ja, kaufen und ausrüsten. Was ist denn ein Kriegerbogen? Ich meine, why not? Das machen wir in aller Ruhe. So. Werkzeuge, Rauchbombe. Eine ungiftige. Ah, okay, cool. Ah, Stürmer-Zirkulator. Und bin ich endlich dran? Dein Hammer. Bei dir kann ich leider nichts machen. So, jetzt muss ich mal was gucken. Inventar. Ich würde gerne was ausrüsten. So. Eis. Erstmal alles ablegen und dann gucken wir mal. So. Das ist normaler Jägerbogen. 21 Damage und Abriss. 12 und 20. Aber der ist verbessert, der andere nicht.
dachte, du wärst schon weg. Ja, ich will jetzt erstmal was gucken. Ist das so komplex? Ist nicht immer eine gute Idee. Ich fand Horizon Zero Dawn wesentlich übersichtlicher. Bevor man meinte, jetzt müssen wir alles hier. Okay, den habe ich. Der ist soweit durch. Leerer Spulenplatz. Feuer ist macht vielleicht auch Sinn. Nicht nur auf 1, ne? So. Der ist komplett verbessert. Okay, Outfit Upgrades. Brauche ich jetzt nicht. Trankherstellung. Okay. Beutel Upgrades. Geil. Nein, da fehlen mir. Rohstoffbeutel, ja, kann ich mal machen. Also, dass das jetzt alles an der Werkbank so festgesetzt ist, bin ich überhaupt kein Freund von. Ich meine. Ich habe von deinen Abenteuern gehört. Meine Rüstung. Wollen wir mal gucken, was der so hat. Ich hätte gern etwas Stilles. Entdeckere. Nora-Kriegerin. Stiller Schlagheilung. Kritischer Schlag plus Frost. So, dann gucken wir mal. Ich habe genug Scherben, das ist nicht das Problem. So, jetzt will ich erstmal Inventar. Feuer. Okay. So, Jägerbogen 28 zu 60, Kriegsbogen. Kaja Militär ist näher schnell. Feuerbogen am besten für Angriff auf kurze Distanz. Mittlere Distanz. Ah, okay. Okay. Dann wird das mein normaler Bogen sein erstmal. Kurzer Distanz. Och, nee. Das ist doch jetzt auch wieder. Und so, der kommt unten hin. Hier links kommt dann. Ja, machen wir es so. Komm. Und dann auf der ganz linken Seite kommt dann später nur noch der Dingsbums. Warum braucht das so lang zum Laden? Nora Gesalbte, wirksame Medizin, plus 2 Konzentrationsregeneration. Was haben wir hier? Nora Jägerin. Ich will die erstmal verbessern. Es bremst denn so aus. Also das muss ich dann gestehen, das ist jetzt nicht ganz so ultra geil. Keine Metallscherben mehr, interessant. Gut, sagt mir nicht, was ich zu tun habe. Ich will jetzt erstmal gucken, was ich jetzt ausrüsten will. Ah, 13.
Das ist eher Fernkampfschutz, ne? Ja, verstehe. Außerdem, mein Decker ist halt eher Nahkampf und das ist halt auch ganz gut, aber... Ne, dann bleibe ich bei dem. Das sieht ganz gut aus. So, jetzt muss ich nur gucken. Gewebe kann ich jetzt nichts machen. Waffen kann ich da irgendwas reinsetzen? Nein. Spulen bearbeiten. Warte mal, das ist doch... Platz gesperrt. Platz gesperrt, Platz frei. Schaden und Dingsbums. Okay. Ja, machen wir ein bisschen mehr Gift. Ich meine, warum nicht? Gut. Jetzt muss ich mich eigentlich... Willst du da stehen? Müsste ich mir eigentlich mal irgendwo aufschreiben. Weil ich brauche halt speziell Stuff von dem. Ja, Stürmer-Zirkulator. Naja, das kriegen wir dann schon hin. Das kriegen wir dann schon hin. Ein Stürmer-Zirkulator. So haben wir es mal voll gemacht. Ein Glückshammer ersetzt man nicht einfach. Weißt du, wenn ich was so alles mitnehme, aber das brauchst du nicht. Der Weg nach Fahrlicht ist frei. Bewegung. Du bist nicht Gardist, Ehrend. Ich gehe erst weiter, wenn der Hauptmann... Wenn ich einen Dornrücken beseitigt habe. Und das habe ich. Befehl des Hauptmanns. Ihnen geht es also gut? Angeschlagen, aber sie leben. Und sie warten voraus auf dich. Aber ich sollte doch drei Eskorten haben. Ich gehe nach Fahrlicht, Bordis. Wie Aloy gesagt hat, Befehl des Hauptmanns. Du kannst hierbleiben. Ich? Dem Gesindel überlassen? Sicher nicht. Ja, siehst du. Dann kommst du wohl mit mir. Wir sehen uns dort, Aloy. Guck mal, du musst auch nicht mal ziehen. So ein Saftsack. Mag ich überhaupt nicht. Kein Stück. Tja, nachdem das erledigt ist, kann die Gesandtschaft endlich stattfinden. Oh, Fähigkeitspunkte. 2 Stück. Da müsste ich jetzt eigentlich 3 haben, ne? Meine schon. Jägerin. Was haben wir hier? Schneller wieder her. Ich würde aber gerne... So, Bolzenschießer. Ne, interessiert mich nicht. Ich will eigentlich... Yeah, das will ich haben. Mami ist da. Wenn ich durchkomme, kann ich Silence aufspüren. Hades. Vielleicht sogar ein Gaia-Backup. Dann kann ich direkt nach Fahrlicht gehen. Oder mich erst noch im Schrecken umsehen. Und vielleicht Peters Drink annehmen. Das ist okay. Aber hier gibt's noch solche Sachen. Muss ich da in die Tab... Oh, komm schon, ernsthaft. Hallo, Schwester. Aloy, hast du jetzt doch Lust auf ein Getränk? Endlich trinken wir mal ein Bier, hm? Hier, setz dich. Mit dir immer, Petra. Los, bring ihr einen Krug. Ich hab nicht erwartet, dass du kommst. Immer. Seit wann tue ich, was erwartet wird? Ha, das ist der Funke. Die Petra ist super. Feuer und Spucke. Ah, fuck, ich hab kein Bier hier. Feuer und Spucke. Was ist das? Das ist bestimmt Feuer und Spucke. Zischt durch wie ein Blasebalg. Repariert die Schmiede nicht, aber verdrängt eine Weile meine Probleme. Welche denn? Na, es ist besser geworden, seit du hier aufgeräumt hast. Aber Alwund tönt immer noch wegen seinem Konzessionsdekret herum. Wenn du das nicht weglegst, komme ich rüber und zeig dir, wo der Hammer hängt. Wie auch immer. Im Moment machen mir die Flüchtlinge aus Sonnenfall Sorgen. Warum hast du mit denen? Dieser weite Weg. Wer weiß, was sie durchgemacht haben. Ja, die Amtkerle. Schattenkaja-Flüchtlinge? Was machen die denn im Schrecken? Ein neues Zuhause suchen, nehme ich an. Sie lagern bei einem alten Bergpfad, südwestlich von hier.
Und genau das ist das Problem. Letzte Woche stürzte ein Sturmvogel auf die Klippen. Autsch. Und Tolland Rheinleier ist seitdem auf die Bauteile scharf. Aber die Flüchtlinge versperren den Weg. Ihr Sonnenritual darf nicht gestört werden. Irgendetwas mit einem Düsterpfad. Hm. Davon habe ich sie noch nie reden hören. Ja, tja, diese speziellen Schattenkarja sind recht seltsam. Aber insgesamt friedliche Leute. Nicht, dass Tolland das schert. Der holt sich die Beute auch mit Gewalt. Oh nein. Vielleicht könntest du sie überreden, ihr Lager anderswo aufzuschlagen. Also die Dornrücken im Schrecken. Du bist ein Schwein. Schlimme Viecher, diese Dornrücken. Sie waren eines Tages plötzlich da, rasten die im Tal. Die Petra ist so super. Geschossen. Ich mag die total. Ich liebe die Petra, die ist knallhart. Der Balk sei gesegnet, dass du sie erledigt hast und hier wieder alles läuft. Das hat Aurund einen Schlag versetzt. Wenn wir sie doch nur endgültig vernichten und ihn aus der Stadt vertreiben könnten. Aber was nützen Aurund die Dornrücken im Schrecken? Ein Wort. Konzessionsdekret. Da niemand weiß, woher die Dornrücken gekommen sind, schiebt Alvin den Kaja die Schuld in die Schuhe. Er hofft, genug alte Feindseligkeiten zu wecken, um mit einem Streik die Konzession zu erzwingen. Das Verstehe. Ist sein letzter Strohhalm. Er versucht, die Arbeiter aufzuhetzen, seit er in die Stadt gekommen ist. Also das. Ich glaube, die Dornrücken kamen aus Alvins alter Mine. Na, der Funke könnte ein Feuer entfachen. Kannst du es beweisen? Ich arbeite dran. Bei der Schmiede. Gib mir Bescheid, wenn du sicher bist. Alles klar, aber der nächste Gut geht auf die Schwester. Ich dachte, du wärst wieder in Freihalde. Tja, nach dem großen Kampf in Meridian ging ich zurück. Aber dort lief alles glatt. Die Petra, super. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Die ist knallhart. Und dachte, so, wie lange sind wir denn schon in der Aufnahme? Boah, 47 Minuten. Ach komm, ist mir scheißegal. Du kannst doch wegziehen. Zurück in den Osten? Nee. Glühende Schmieden verlässt man nicht. Außerdem muss sich ja jemand für die Belange der Arbeiter hier einsetzen. Was weißt du noch über diese Schatten? Ich vertraue der Petra wesentlich mehr als dem Olwind. Zunächst mal bin ich ganz ehrlich. Nicht Schattenkaja. Zumindest nicht mehr. Siehe, sind andere Sonnenverrückte. Aber ob Sonne oder Schatten, sie sind friedlich durch und durch. Sie wollen wohl nur einen Ort zum Leben und beten und genug zu essen, um nicht zu verhungern. Also lagern sie bei einem Pfad, blockieren den Weg zu einem Sturmvogel und warten auf... was genau? Ich weiß es nicht. Aber ich sag dir eins. Wenn sie klug sind, bergen sie ihn. Sturmvogelherzen sind wertvoll. Und wer es zuerst hat, ist nach Osseram Gesetz der Besitzer. Nicht, dass Tolland Rheinleier sich je um Recht und Gesetz scheren würde. Wer ist dieser Tolland Rheinleier? Einfach ein Pfandleier. Er hat einen Laden hier. Lebt in Kettenkratz, seit es Kettenkratz gibt. Er ist ganz dicke mit Alvind. Die beiden sind eng wie zwei Briketts im Feuer. Tolland arbeitet für Alvind? Ha! Alvind denkt das vielleicht. Aber Tolland macht sein eigenes Ding. Aha. Und er ist kein Typ, der sich von ein paar Flüchtlingen um ein Sturmvogelbauteil bringen lässt. Hm. Was Alvind angeht. In dieser Gegend geht alles um Alvind. Wieso hat er hier das Sagen? Er war früh hier. Wie ein Eichhörnchen, das Nüsse wittert. Er wusste, der Wiederaufbau Fahrlichts erfordert Steine und Holz. Also verschaffte er sich in Hauptquell Geld von Investoren, die Rechte auf alles im Schrecken anmeldeten, das etwas wert sein könnte. Leider wissen alle, dass das hier Kaja-Land ist und der Sonnenkönig diese Rechte wirklich jederzeit zurückfordern kann. Deshalb will er unbedingt, dass der Magistrat ein Konzessionsdekret unterschreibt. Dieses Konzessionsdekret, was ist das genau? Und was hätte Alvind davon? Wahrscheinlich die dauerhaften Rechte. Eine Mauschelei, das ist es! Ein Erlass, der alle Osseram-Rechte im Schrecken unter Osseram-Gesetz gestellt hätte, obwohl hier Kaja-Land ist. Verstehe. Das würde bedeuten, dass die Kaja keinerlei Anspruch auf Erz, Stein und Holz mehr hätten. Keinerlei Risiko mehr für Investoren im Anrecht mit ihren Scherben, ihre Geschäfte hier auszuweiten. Und da Alvind Anteile an allen Rechten hat, wäre er dann reicher als ein Plünderer im Schrotthaufen. Außerdem wäre Kettenkratz dann eine Osseram-Gemeinde. Und Alvind könnte sich genug Stimmen kaufen, um Präfekt zu werden. Er ist gerissen, das muss man ihm lassen. Das ist ein Arschloch, wenn er weiter Druck macht, wird der Magistrat wohl unterschreiben. Sagen wir es mal so.
Wir arbeiten dran, dass das nicht passiert. Okay. Hallo, ich würde gerne. Wenn es sich ergibt, rede ich mit den Flüchtlingen. Vielleicht machen sie den Weg frei. Ich danke dir. Sie haben es aber nur vielleicht. Da brauchen sie nicht auch noch Tolland. Ja, das stimmt. Gut, nee, kriegen wir hin. Er sagte, Tolland hat einen Laden hier in Kettenkratz. Ich könnte zuerst mit ihm reden. Bewegt sich das Wesen? Warte mal, da kann ich doch noch was aufsammeln. Hey! Ah, ist ihr nach einer Partie Streitschwester? Ich baue das Brett auf. Ich kam gerade vorbei. Ein Frischling, hm? Keine Sorge. Ich nehme Rücksicht auf dich. Hast du Figuren? Nein. Tja, so ein Glück aber auch. Ich habe noch einen Satz. Original Tenakt. Direkt aus dem verbotenen Westen. Och nee. Komm. Setz dich, setz dich. Ich erkläre dir ganz schnell alles. Ich gebe dir etwas Besonderes, wenn du auf allen meinen Brettern gewinnst. Das ist jetzt wird's interessant. Aber, Leute, das machen wir beim nächsten Mal. Tschüss.